Die Firma Stabila in Annweiler. Spezialist für Messgeräte aller Art. Den Meterstab in seiner heutigen Form hat das Unternehmen erfunden. Es ist genial einfach und das Geniale ist daran zu erkennen, dass man es heute noch im Prinzip genauso macht. Mehrere Millionen Wasserwagen werden in Annweiler jedes Jahr produziert. Produktionsleiter Markus Baumann, seit 18 Jahren dabei. Es ist kurz nach 9 Uhr morgens. Die Wasserwagenproduktion läuft rund um die Uhr. Markus Baumann schaut nach, ob in der Nachtschicht alles rund gelaufen ist. Gibt es irgendwelche Besonderheiten noch? Keine Probleme? Keine besonderen Proben, ist alles gut gelaufen die Nacht. Also sofern alles in Ordnung. Ja. Die Profile für die Wasserwagen sind aus Aluminium. Stabila war Anfang der 50er Jahre der erste deutsche Hersteller, der Wasserwagen aus Leichtmetall produziert hat. Mit dieser Fräse werden die Öffnungen für die sogenannten Libellen in die Profile eingearbeitet. Die Libellen lernen wir später noch genauer kennen. Ganz wichtig die Farbe. Sie muss sehr widerstandsfähig sein. Das erreichen die Pfälzer mit einer Pulverbeschichtung. Die Wasserwaage wird auf dem Bau relativ rau beansprucht. Es wäre sehr unschön, wenn die bei jeder kleinen Berührung Abplatzer hätte. Also wir haben da eine relativ hohe Anforderung an die Haftbarkeit und die Schlagfestigkeit von der Lackierung. Gabriel Kalabis ist der Chef der Entwicklungsabteilung. Weltweit hat Stabila mehr als 200 Patente angemeldet. Gabriel Kalabis war an vielen neuen Ideen beteiligt. Er hat unter anderem die Libellenflüssigkeit entwickelt. Libelle ist Latein und heißt auf Deutsch kleine Waage. Die Flüssigkeit in der Libelle ist eine Art Alleskönner. Bei der Libellenflüssigkeit ist es natürlich so, dass man einerseits eine Flüssigkeit haben will, die sehr flink ist, sodass die Blase halt eben auch den kleinsten Bewegungen folgt. Sie sehen es hier. Dann ist es wichtig, dass ein Kontrast da ist. Das heißt, man will erreichen, dass diese Einfärbung auch über die Lebensdauer der Wasserwaage halt eben erhalten bleibt. Ja. Und natürlich, die Wasserwaage heißt zwar Wasserwaage, aber wenn man es mit Wasser machen würde, hätte man natürlich ein Problem bei tiefen Temperaturen. Und deswegen kann es kein Wasser sein. Und was ist es denn genau? Ja, das ist geheim. Die Libelle ist das Herzstück jeder Wasserwaage. Die kleinen Kunststoffkörper für die Libellen gießt Stabila selbst. Wie die Libellen mit der geheimnisvollen Flüssigkeit gefüllt werden, das dürfen wir nicht zeigen. Die Konkurrenz könnte zu schlau werden, befürchtet die Firma. Damit das Rezept wirklich geheim bleibt, wird es auch innerhalb der Firma streng gehütet. Nein, das Rezept ist mir nicht bekannt. Ich kenne die Zusatzstoffe, die kaufen wir ein, die bestellen wir, disponieren wir. Aber die Rezeptur anmischen liegt komplett in der Hand vom Herrn Kalabis. Das heißt geheimer als Coca-Cola. Zumindest vergleichbar. Die Libelle ist am wichtigsten, weil mit ihr später auch gemessen wird. Deshalb wird jede Libelle nach der Produktion genau unter die Lupe genommen. Entdeckt die Mitarbeiterin Späne oder Staub, sortiert sie sie aus. Bei kleinen Kratzern auf der Oberfläche wird nachpoliert. Die Libelle wird dann mit dem Aluminiumprofil verklebt. Und danach kommt der Moment, der für die Genauigkeit der Wasserwaage am wichtigsten ist. Solange der Kleber noch nicht fest ist, wird die Wasserwaage justiert. Maximal 0,5 mm Toleranz erlaubt sich Stabila.
Wenn wir hier die Libelle nicht richtig einbauen, ist die Wasserwaage unbrauchbar. Das heißt, wir haben Schrott produziert. Das ist elementar wichtig, damit wir hier die Genauigkeit genau einhalten, um ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt bringen zu können. Rund 10.000 Wasserwaagen kann Stabiler pro Tag in Annweiler produzieren. 600 verschiedene Modelle gibt es zur Auswahl. Die Wasserwaagen aus Annweiler gehen in die ganze Welt, in 70 Länder. Stabiler hat weltweit 500 Mitarbeiter. 350 arbeiten am Firmensitz im südpfälzischen Annweiler am Trifels. Das Kunstwerk am Ortseingang hat Stabiler gespendet. Die Firma ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Annweiler. Ulrich Dähne ist seit Anfang 2014 Geschäftsführer des Unternehmens. Die genauen Geschäftszahlen gibt Stabiler nicht bekannt. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz aber bei 50 Millionen Euro. In den kommenden Jahren will die Firma kräftig wachsen. Der Geschäftsführer will in weniger als 10 Jahren doppelt so viel umsetzen. Also erstmal wollen wir das Potenzial in Kerneuropa ausschöpfen. Wir gehen auch von der wirtschaftlichen Erholung aus, also dass die Länder Südeuropa, Italien, Spanien, Portugal langsam wieder kommen. Da wollen wir dann auch die Gelegenheit nutzen, unsere Marktposition auszubauen. Aber dann gibt es natürlich auch exotische Länder, die noch weiter bearbeitet werden können. Ganz Lateinamerika, Brasilien vor allen Dingen. China ist immer Wachstum möglich, ist man nie zufrieden mit dem, was man da erreicht hat, obwohl wir natürlich da schon eine gute Position haben, aber in China geht immer mehr. Und ja, es gibt immer wieder interessante Märkte, die sich auftun und die man sich anschauen muss. Ja. Die Wasserwaage ist, bezogen auf den Umsatz, das wichtigste Produkt für die Firma. Und die Wasserwagenproduktion soll auch in Zukunft in Annweiler bleiben. Ich denke, das ist einer der Kriterien, die uns als Marke, als Qualitätslieferant ausmachen, dass wir einen wahnsinnigen Aufwand treiben für Präzision, Genauigkeit, Qualität. Wir haben eine sehr hohe Varianz an Wasserwaagen und sehr viele Prüfaufwände, sehr viele Justageaufwände. Das sind Tätigkeiten, die müssen wir eigentlich hier am Standort machen. Das ist der Kern unserer Marke. Deshalb glaube ich, dass eine Wasserwagenproduktion zumindest in ihrem Kern immer hier in Deutschland bleiben wird, von Stabiler Seite aus. Die Firma wurde im Jahr 1889 als Meterfabrik in Annweiler gegründet. Und zwar von Gustav Ulrich. Solche Gliedermaßstäbe gab es schon lange vor der Firmengründung. Vater und Onkel von Gustav Ulrich entwickelten aber ein patentiertes Federgelenk. Und damit war der Grundstein für den Gliedermaßstab in seiner heutigen Form geboren. Dieser historische Maßstab ist noch ohne das patentierte Gelenk hergestellt worden. Der ehemalige Stabiler Geschäftsführer erklärt uns den entscheidenden Unterschied. Sie hören das schon, wenn man den aufklappt, der rastet ein. Und damit habe ich jetzt wirklich einen Stock in der Hand. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier die Breite von dem Tisch oder eine Höhe ganz bequem messen. Wollte ich das mit einem solchen Objekt tun, dann funktioniert das nicht, weil die Gelenke nicht einrasten, sondern frei beweglich sind. Durch den Meterstab ist Stabiler groß geworden. Die Qualität sieht man jedem einzelnen Stabiler-Messgerät auf den ersten Blick an. Aber Achtung! So einfach beispielsweise der bekannte Holzgliedermaßstab Stabiler Serie 600 aussehen mag, so unerwartet aufwendig ist seine Herstellung. Kaum vorstellbar, dass aus diesem Baumstamm einmal ein zuverlässiges Messgerät wird. Bis 1993 hat Stabiler die Meterstäbe in Annweiler gefertigt. Die Produktion wurde dann aus Platz- und Kostengründen nach Tschechien verlagert. Dort werden heute pro Jahr mehr als 10 Millionen Meter Maßstäbe produziert. Siegfried Fock ist als technischer Leiter für die Produktion in Tschechien zuständig. Er erzählt uns, dass Stabiler den Meter seit der Firmengründung vor mehr als 125 Jahren immer weiter verbessert hat.
Die Genauigkeit ist über die Jahre auch perfekter geworden. Hat was damit mit der Art der Drucktechnik zu tun, hat was mit der messtechnischen Ausstattung der Hersteller zu tun. Aber die größten Entwicklungsschritte haben tatsächlich stattgefunden in der Gelenkkonstruktion. So hat Stabila dieses Kunststoffgelenk entwickelt. Der Clou? Durch dieses Gelenk konnte ein Meter konstruiert werden, der sich sehr gut bedrucken lässt, weil er, anders als seine Vorgänger, eine ebene Fläche hat für Werbung. Die Bedruckung in Annweiler. Hier werden die in Tschechien gefertigten Meterstäbe zu Werbeträgern. Druckerin Mirjam Rockstroh richtet eine Maschine so ein, dass mehr als 1000 Meter Stäbe mit dem Logo des Auftraggebers versehen werden. Ganz wichtig ist es für sie, den richtigen Farbton zu finden. Es gibt die Farbe, die in dem Druckmuster angegeben ist. Die tue ich am Computer auswählen und dann kriege ich ein Farbrezept und danach tue ich das anmischen. Aber es muss trotzdem immer wieder verglichen werden, nochmal geprüft werden mit dem Farbfächer, ob die Farben wirklich so passen, wie sie sich der Kunde im Prinzip gewünscht hat. Meterstäbe zu bedrucken ist Millimeterarbeit. Wir haben ja eine Fläche im Prinzip und die Schwierigkeit ist, dass wir halt wirklich, wenn man den Meter aufklappt, dass wir jetzt nichts auf die Glieder drucken. Das heißt, Sie müssen gucken, dass da nichts in das Metermaß reinläuft. Genau, es darf nicht zu viel Farbe sein, die Farbe darf nicht zu dünn sein. Das sind so alles Aspekte, die wichtig sind. Rund 30.000 Meterstäbe können pro Tag in Annweiler bedruckt werden. Werbung für die Meterstäbe machen, das ist eine Aufgabe des Produktberaters Jens Busse. Der Außendienstler besucht gerade eine Schreinerei in der Eifel. Jens Busse zeigt, dass man mit einigen Modellen auch Winkel messen kann. Und zwar geht das ganz einfach, indem man hier diese Ecke vom Gliedermaßstab einfach zum Beispiel hier an diese 80 anlegt. Und jetzt hat man hier einen Winkel von 80 Grad. Ja, das ist eine schöne Funktion. Ne? Ja, das ist also, kann oft sehr hilfreich sein. Hat man schnell mal was in der Tasche, wo man was mitmachen kann. Das ist sehr interessant. Habe ich so noch nie gesehen. Also wir arbeiten immer mit normalen Metern für Tischler, nicht mit diesen Werkzeugen. Ja, ja. Wie wichtig ist denn dieses alte Werkzeug, Gelenkmaßstab, Metermaß, so in Ihrem alltäglichen Job? Also es ist immer noch sehr wichtig beim Aufmaß, auch beim Arbeiten am Werkstück selbst. Also er wird auch nie seine Aufgabe verlieren. Er wird immer direkt so aus der Werkzeugstraße herausgenommen und misst halt. Das ist ein ständiger Begleiter eigentlich, der Zollstock, immer noch. Der ist sofort bei der Hand, er ist immer einsatzbereit, jeder hat einen. Man kann schnell mal zwei zusammenlegen, eine Flasche Bier damit öffnen. Das kann man mit so einem Lasermessgerät natürlich nicht. Messen mit einem hochmodernen Helfer. Die Lasertechnologie wird für Stabila immer wichtiger. Seit Mitte der 90er Jahre fertigt Stabila auch Lasermessgeräte. 4 Modellreihen werden in Annweiler produziert. Und zwar in einem klimatisierten Raum, in dem es immer 20 Grad warm ist. Jeder, der den Raum betritt, muss sich erstmal erden. Denn die Bauteile, die hier gefertigt werden, sind ziemlich empfindlich. Es besteht die Gefahr, dass bei einer elektrostatischen Aufladung die Dioden beschädigt werden. Das heißt, das Lasergerät wäre nicht funktionsfähig, wäre defekt. Und die Abstimmung der Laserdioden aufeinander ist stark temperaturabhängig. Das heißt, wir müssen bei gleichbleibender Temperatur die Dioden aufeinander abstimmen. An diesem Arbeitsplatz werden die Laser justiert. Feinarbeit. Die Lasergeräte vereinfachen später auf Baustellen die exakte Montage von Türen, Fenstern oder Fliesen. Fünf Modelle baut Stabila im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens, also eines Joint Ventures in China. Aber auch diese Geräte werden in Annweiler unter die Lupe genommen. Genauigkeit, Optik und Funktion werden dabei überprüft. Es ist ein Unterschied, ob Sie von irgendjemandem in China etwas zukaufen und dann Ihren
Namen draufkleben. Oder was wir machen, wir haben eine eigene Fertigung in China. Wir haben ein Joint Venture mit einem dieser großen Linienlaserhersteller in China. Das ist aber unser Werk. Und das ist ein Unterschied, weil ihre Prozesse gelten, ihre Qualitätsanforderungen, ihre kaufmännischen Anforderungen. Und das heißt, wir können dort, ich sag mal, wesentlich eher als jemand, der nur zukauft, garantieren, dass diese Produkte wirklich, auch wenn sie in China gemacht worden sind, eine stabile Qualität haben. Die Lasertechnologie hat ihren Preis. Für das teuerste Modell muss der Endkunde um die 1.500 Euro bezahlen. Stabila ist bis heute im Familienbesitz. Drei Familienstämme bilden den Gesellschafterkreis. Sie sind im Beirat der GmbH vertreten. Die Nachfahren des Firmengründers stellen zusammen mit dem Geschäftsführer die Weichen für die Zukunft. In der heutigen Sitzung stellt Geschäftsführer Ulrich Dähne einen neuen Laser vor, der seit kurzem auf dem deutschen Markt ist. Der also die Charakteristik hat, dass er eine 360-Grad-Horizontallinie hat mit einer sehr, sehr guten Sichtbarkeit. Also ich denke, da kann man auch in Räumen bis zu 30, 40 Meter Größe sehr, sehr schön die Linie sehen und gleich auf die richtige Höhe arbeiten. Der Beirat kommt alle drei Monate zusammen und beschließt unter anderem Investitionen. Franziska Berthold-Körner ist eine Urenkelin des Firmengründers Gustav Ulrich. Tradition und Zukunft gehören für sie zusammen. Ja, die wichtigste Erfindung war am Anfang der Maßstab. Und wir haben ja auf der einen Seite sehr traditionsreiche Produkte, auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehr innovativ sein. Sonst können wir mit dem heutigen Markt und den neuen Wettbewerber auch auf dem Lasermarkt ja nicht mithalten. Und bei uns ist das so eine Mischung. Wir haben ja auch Produkte, die gibt es schon seit 125 Jahren. Und trotzdem muss da immer wieder eine neue Technologie die Produkte erneuern. Also bei den Maßstäben zum Beispiel haben wir ja die neuen Drucktechniken, die aus dem Maßstab dann auch ein Werbemittel machen. Und im Laserbereich, da brauchen wir natürlich ständig Innovationen. Auch Dieter und Klaus Leipold sind Urenkel des Firmengründers. Bis Ende der 80er Jahre leitete und prägte ihr Vater Günther Leipold die Firma. 4 Jahrzehnte lang. Unser Vater hat uns sehr viel gezeigt, was eben an Innovationen in dem Unternehmen durchgeführt worden sind. Wir waren praktisch immer live dabei. Und das war auch für uns sehr schön, weil wir praktisch sein heimatlicher Sperringspartner waren. Wir haben oft unseren Vater abgeholt, wenn er abends um 17 Uhr wollte er häufig mit uns spazieren gehen. Hat uns dabei dann viel erzählt auch vom Betrieb. Und bevor wir losgestartet sind in die Weinberge bei Albersweiler, haben wir dann oft das Ganze noch verbunden mit dem Betriebsdurchgang. Und das war für uns Kinder natürlich hochinteressant und richtig spannend. Wir sind im Ausbildungszentrum der nordbadischen Bauwirtschaft in Karlsruhe. Philipp Scholz ist Produktmanager bei Stabila. Heute zeigt er angehenden Maurern den Unterschied zwischen der alten und der neuen Technologie. Zunächst sollen die Auszubildenden mit Meterstab, Schlagschnur und Bandmaß einen Winkel abtragen, um eine Mauer zu bauen. Und dann präsentiert Philipp Scholz ein Lasermessgerät. Damit geht es schneller und genauer, erklärt der Produktmanager. Die Präsentation ist natürlich Werbung für Stabila, aber auch für die neue Technik. Bei den Lehrlingen trifft der Laser ins Schwarze. Mit dem Neuen ist es super gemacht. Das ist einfacher und geht halt schneller. Man kennt die Technologie, aber selbst benutzt habe ich es noch nicht. Kannst du allein machen sozusagen. Und für die andere Methode brauchst du halt mindestens 2 Leute. Und ja. Aber man muss ja dann auch schneller schaffen, wenn es schneller geht, nicht durch die neue Technologie. Ja. Ja, das muss man dann auch. Das ist schon so ein bisschen Förderung des stabiler Images, oder? Das auf jeden Fall, weil ich denke, wenn man hier, sagen wir mal, gute und solide Technologie, made in Germany, hier direkt aus der Pfalz, aus Annweiler, hier ins Ausbildungszentrum bringen kann. Ich denke, dass das ein guter Schritt in die richtige Richtung ist für uns als Firma. Philipp Scholz schaut auch bei den Fliesenlegern vorbei. Und er zeigt den Auszubildenden, wie schnell sie mit so einem Lasergerät wissen, wo die Fliesen hin müssen. Einfach meine gewünschte horizontale Linie, also direkt mit der Laserlinie machen. Ohne anzuzeichnen, können die Fliesen direkt entlang der Laserlinie verlegt werden. Auf den Punkt B.
und haben dann alles miteinander verbunden und haben im Prinzip jetzt schon unser Fugenbild an der Wand und können direkt anfangen zu arbeiten. In der Entwicklungsabteilung wird ständig an neuen Lasermessgeräten gearbeitet. An was die Mitarbeiter genau tüfteln, Geheimsache. Alle Neuentwicklungen werden weggeräumt, bevor wir unsere Kamera einschalten dürfen. Und zwar nicht nur wegen der Konkurrenz. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Idee zum Patent anmelden möchten und sie im Fernsehen gezeigt wird, dann würde sie sozusagen als Stand der Technik gelten, weil sie schon vorbekannt ist. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den wir unbedingt vermeiden wollen. Wann kommt denn so das nächste wichtige Projekt auf den Markt, an dem Sie gerade heiß arbeiten und über das Sie nichts erzählen dürfen? Also wir gehen davon aus, dass halt eben so im Sommer da wieder neue Produkte auf den Markt kommen. Keine Details? Nein, keine Details. Und dann geht die Tür für uns wieder zu. Produktberater Jens Busse ist auf dem Weg zum nächsten Kunden. Eine Schreinerei in Daunenwaldkönigin. Man sieht, hier wird schon länger mit der Marke aus Annweiler gearbeitet. Jens Busse zeigt, was es Neues gibt. Beispielsweise, dass man die Werte eines Lasermessgerätes ruckzuck aufs Handy bringen kann. Oder auch die elektronische Wasserwaage, die dem Benutzer die wichtigsten Informationen ins Ohr piepst. Beleuchtet das Ganze? Es hat schon eine Revolution vollzogen mittlerweile, ne? Gerade auf dem Marssektor. Ne? Die Elektronik ist ja da finish geworden. Ne? Das ist ja gut, hat uns ja auch sehr geholfen. Ne? Jens Busse ist selbst Zimmerermeister. Er kennt also seine Pappenheimer. Und welche Handwerker sind denn so die kritischsten von der Berufsgruppe her? Das kann ich jetzt schlecht sagen, aber es ist eigentlich so. Schreiner, ja. Schreiner und ja, das sind die Schreiner und die. Sie sind schon sehr genau, ne? Also so ein Schreiner muss auch genau sein, damit das Werkstück halt nachher passt. Er legt halt auch schon Wert auf Genauigkeit. Er fragt dann auch immer noch, geht's noch genauer? Im gleichen Gegenzug fragt er dann aber meist auch, kann es noch ein bisschen günstiger sein? Also es ist ein es hat besondere Herausforderungen beim Schreiner, was vorzuführen. Busse liebt Herausforderungen. Deshalb fährt er direkt zum nächsten Schreiner. Seine Touren sind auch eine Art Marktforschung. Es ist oft in Gesprächen, dass der Handwerker halt seine Ideen an einen reinträgt. Viele Sachen hat man schon mal gehört und alle Sachen werden eigentlich aufgesogen und werden dann weitergegeben zum Produktmanagement. Und die verarbeiten das dann in der Firma und versuchen dann natürlich daraus neue Produkte zu entwickeln. Aber es ist oft so, dass eben mehrere Ideen in einem neuen Produkt zusammenfließen. Wenn Sie sich diese Wasserwaage anschauen. Auch Produktmanager Philipp Scholz ist ständig auf Ideensuche. Er ist immer noch im Karlsruher Ausbildungszentrum. Heute hat er eine ausziehbare Wasserwaage dabei, die bislang nur auf dem amerikanischen Markt verkauft wird. Er will wissen, was der Leiter des Ausbildungszentrums von ihr hält. Stört es, dass der Auszug im ausgezogenen Zustand freiwilligend ist und somit theoretisch anfällig ist für Dreck, Schmutz, Mörtel, was auch immer? Das zeigt die Praxis. Ja. Okay. Ob das dann nach einem halben Jahr noch funktioniert auf der Baustelle. Der Produktmanager hat jede Menge Fragen zu dem Messgerät. Wenn ich jetzt die Wasserwaage ausziehe und von unten nach oben messe, ist die Vertikalibelle in der Mitte. Ist das dann störend? Wäre sie besser hier oben aufgehoben oder an einem anderen Punkt? Ich denke, hier ist es ideal, weil hier lege ich an, gucke rein und da oben, da muss ich nicht reingucken. Okay. Und der Praktiker hat ganz konkrete Verbesserungsvorschläge. Für mich wäre wichtig, dass eine Skala da ist, dass ich noch schön eine Länge Maß nehmen kann und mit einem Messwerkzeug auch Länge Senkel messen kann und nicht einen Meterstab. Wenn man Aufmaß macht auf der Baustelle, hat man viel zum Schreiben, viel Sachen dabei und umso weniger mitnehmen muss, umso einfacher wird es dann. Wenn Handwerker vor Ort Ideen wie diese haben, hört auch Philipp Scholz ganz genau hin. Ich bin persönlich immer auf der Suche nach Jungs, die sozusagen faul sind, ja, die sich eine Arbeitserleichterung suchen, die sagen, wir wollen schneller, einfacher und besser arbeiten. Und die tagtäglich diese Arbeit machen, die sind die, die es am besten wissen. Bei der Variante wollten wir es reinkleben. Alle Ideen laufen in der Entwicklungsabteilung zusammen.
Gabriel Kalabis arbeitet mit Manfred Sabaschko gerade an einem neuen Ausziehmechanismus. Mit diesen Zacken soll die Wasserwaage stabiler gemacht werden. Das ist eine Sache, die ist jetzt noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir sagen, das werden wir in jedem Fall umsetzen. Aber es sind einfach immer auch solche Ideen, mit denen man sich befassen muss. Schon in der Entwicklung wird darauf geachtet, dass die Produkte hart im Nehmen sind. Beispiel Wasserwaagen. Die Endkappen schützen die Messinstrumente, wenn sie runterfallen. Sie wirken also als eine Art Stoßdämpfer. Und auch für die empfindlichen Lasermessgeräte hat Gabriel Kalabis ein Stoßdämpfersystem entwickelt. Herzstück ist ein spezieller Schaumstoff, der Schläge und Stürze sehr gut abfedert. Auch diese Erfindung hat sich Stabila patentrechtlich schützen lassen. Es ist wirklich entscheidend, weil gerade auf den Baustellen ist es ja so, dass das Produkt irgendwo aufgebaut wird, vielleicht am Stativ steht. Ein Mitarbeiter kommt, man kennt es ja aus dem Slapstick, manchmal mit der Leiter, schmeißt das Stativ um und das Ganze fällt halt auf den Boden. All solche Sachen muss das Gerät einfach wegstecken können. Produktberater Jens Busse beim nächsten Kunden, ein Fensterbauer in Traben-Trarbach. Der Außendienstler zeigt dem Firmenchef nicht ohne Stolz, was die Geräte seines Arbeitgebers alles aushalten. Der Fensterbauer legt großen Wert auf robuste Messgeräte. Wir haben Rotationslaser, die haben wir jetzt schon 10 Jahre. Die Monteure gehen dementsprechend nicht immer sorgsam damit um. Er fällt mal runter, er wird mal nass und er funktioniert immer noch. Und dann geben wir lieber etwas mehr Geld aus und wissen, dass er so funktioniert. Philipp Scholz ist nicht nur in Ausbildungszentren unterwegs. Er geht auch auf richtige Baustellen. Wir sind in Eggenstein in der Nähe von Karlsruhe. Philipp Scholz will wissen, was Bauunternehmer Ronald Bahr von der AMI-Wasserwaage hält. Sehr praktisch, nur für den deutschen Markt. Und zwar denke ich, es hat mehr mit Kopf zu tun, zu breit hier. Ich glaube nicht, dass ein Maurer so eine breite Wasserwaage zur Mauer nimmt. Der Unternehmer ist ein guter Kunde. Er hat 15 Mitarbeiter und kauft jedes Jahr 30 bis 40 Wasserwaagen. Denn auch das stabilste Gerät geht irgendwann kaputt. Die werden mal verbogen, da setzt man irgend so ein Ding drauf, das passiert. Sie fahren hier mit dem Kran, ja, die Wasserwaage, dann ist die kaputt. Das ist doch eine ganz schöne Menge, oder? Das kostet ja auch einen Haufen Geld. Kostet einen Haufen Geld, ja. Aber dafür haben wir dann immer gerade Wände. Am Firmensitz in Annweiler werden zurzeit Wände abgerissen. In dieser Halle soll ein Schulungszentrum entstehen. In den USA hat die Firma schon etwas Ähnliches gebaut. Das neue Schulungszentrum wird in wenigen Monaten eingeweiht. Besucher sollen hier Wasserwaagen und Lasermessgeräte testen können, fast wie auf einer echten Baustelle. Da ist vielleicht so eine Ecke, wo ein Trockenbauer was macht. Da ist eine Ecke, wo ein Fliesenleger was macht. Vielleicht einer, der eine Küche aufhängt, ein Zimmermann oder einer, der Erdarbeiten macht, der irgendeine Garagenauffahrt mit einer gewissen Neigung machen muss. Und da werden wir hier so 7, 8 solche sogenannte Applikationsinseln haben. Und wir wollen die Kunden dann, also wir haben sehr viele Kunden, die wir hier am Standort schulen, Händler, auch Kunden, Vertretungen, Ausland. Die sollen gar nicht erst groß in den Seminarraum rein und dann frontal berieselt werden, sondern die sollen gleich hier rein, unsere Produkte in die Hand nehmen und dann anfangen damit zu arbeiten, zu spielen, an den Produkten trainiert werden. Und wer weiß, vielleicht entstehen ja beim Rumspielen und Trainieren neue Produktideen.